Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir an alle, die hier sind, an alle, die uns per Livestream zugeschaltet sind. Ich möchte uns heute in ein Thema hineinnehmen. Ah, da haben wir schon. Kann man Freude gebieten und Sorgen verbieten? Viele wissen bestimmt, um welche Bibelstelle es geht. Und ich möchte erstmal diese Stelle gemeinsam mit uns lesen. Wer mitlesen möchte, steht im Philipperbrief, der auch als Freudenbrief bekannt ist, und zwar im 4. Kapitel, die Verse 4 bis 7. Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Text so mancher innerlich den Kopf schüttelt und mit Paulus ins Gericht geht. Paulus, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Weißt du, in welcher Zeit wir leben? Hast du mal in die Zeitung geschaut, was bei uns los ist? Freut euch alle Zeit, sorgt euch um nichts. Wir leben ja in einer Zeit, wo man nicht nur von einzelnen Krisen spricht, sondern vielleicht kennt ihr das Wort Krisen-Tinnitus. So wie beim Tinnitus so ein Sausen oder so ein Piepston einfach nicht mehr fortgeht, sondern permanent da ist, so leben wir in einer Zeit permanenter Krisen. Wir sind einer unaufhörlichen und allgegenwärtigen Flut von schlechten Nachrichten und Informationen ausgesetzt. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg, die Klimakrise mit Dürren, mit Überflutungen, Ernteausfällen, zur Dauerkrise geworden. Die Nahostkrise, der Konflikt zwischen Israel und Hamas, Hisbollah, Iran, die Wirtschaftskrise, Rezession, Inflation, Arbeitsplatzverlust, die Flüchtlings- und Migrationskrise, die politische Krise, die Vertrauenskrise, der auch die Kirchen ausgesetzt sind und. Und die modernen Medien, die stellen eins sicher, dass wir keine einzige dieser Krisen verpassen. Wir werden bombardiert mit diesen Nachrichten über all das Schlechte, was auf dieser Welt läuft. In der Zeit leben wir. Und in diese Zeit hinein schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit und seid um nichts besorgt. Und weil es so viel Grund zur Sorge gibt und weil wir so viele Krisen haben, und weil wir ständig diese negativen Informationen haben, das stresst uns Menschen, das belastet uns und macht uns krank. Es gibt einen dramatischen Anstieg an Angststörungen, an anderen psychischen Krankheiten, die genau damit zu tun haben. Und neben diesen allgemeinen Krisen gibt es ja noch die persönliche Ebene. Kann man Freude wirklich verordnen oder befehlen? Da steht ja ein Ausrufezeichen am Ende des Satzes. Und da sagt vielleicht der eine, Paulus, wenn du wüsstest, ich bin krank, schwer krank, vielleicht sogar todeskrank. Wenn du wüsstest, wie es mir geht. Oder der andere sagt, Paulus, ich bange um meinen Job. Bei uns wird abgebaut. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat noch Arbeit habe.
Der andere sagt, Paulus, ich weiß nicht, wie ich morgen die Rechnungen bezahlen soll. Und ein anderer sagt, Paulus, ich bin traurig, sehr traurig. Ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine Frau verloren, ich habe jemanden aus der Familie verloren, ich bin in großer Trauer. Wie kannst du sagen, freut euch alle Zeit? Und andere sagen, Paulus, ich habe Angst, ich habe einfach Angst vor der Zukunft, Angst vor Krieg, Angst vor Terror, Angst vor Krankheit. Wenn wir aus dieser persönlichen Perspektive heraus eine Aussage treffen müssten, dann würde die nie und nimmer so lauten, freut euch im Herrn alle Zeit und sorgt euch um nichts, sondern wir würden formulieren, freue dich, wenn es dir gut geht. Wird wahrscheinlich jeder unterschreiben können. Ja, wenn es mir gut geht, kann ich mich freuen. Aber selbst da hätten manche schon ein Problem mit dem Ausrufezeichen, weil wir leben in einer Zeit, da lässt man sich nichts gern befehlen. Vielleicht müsste eher stehen, du darfst dich freuen, wenn es dir gut geht. Da könnten wahrscheinlich die allermeisten einen Haken hinmachen. Aber so schreibt Paulus nicht. Und ich möchte mal versuchen, Wort zu Wort, Wort für Wort zu untersuchen, was er da schreibt und warum er das so schreibt. Zunächst mal, er schreibt nicht, freue dich, sondern er schreibt, freut euch. Heutzutage steht ja das individuelle Glück so im Zentrum des Strebens. Aber Paulus schreibt nicht, freue dich, wenn es dir gut geht, sondern plural, freut euch. Und er schreibt es an eine Gemeinde, wo er sagt, freut euch als Gemeinschaft miteinander. Nicht nur jeder Einzelne, es geht nicht um diese individuelle Erfahrung von Freude, sondern als Gemeinschaft. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute Gemeinschaft mit euch haben kann. Nichts gegen die Livestreamler, ich könnte natürlich auch von daheim das anschauen, aber das ist nicht dasselbe. Wahrscheinlich oder sicherlich findet man im Internet bessere Predigten als die meine hier. Und vielleicht findet man auch Predigten oder Gottesdienste, wo es eine noch tollere musikalische Umrahmung gibt oder irgend sowas. Ich bezweifle es zwar, aber vielleicht. Vielleicht. Aber was Entscheidendes fehlt doch, nämlich die Gemeinschaft, die wir erleben beim gemeinsamen Beten. Wenn wir gemeinsam hier die Hände falten, hier drin im Raum, im Saal. Wenn wir gemeinsam Gott loben, wenn wir einander eine tröstende Umarmung geben, weil es einfach gerade schwer ist beim einen oder anderen im Leben, wenn wir jemandem aufmunterndes Wort zusprechen, von Angesicht zu Angesicht. Und es fehlt auch das Teilen von Freude und Leid, von dem der erste Korintherbrief schreibt im 12. Kapitel. Da heißt es, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Und es ist etwas Schönes und deshalb möchte ich immer wieder ermutigen, sucht diese Gemeinschaft. Und deshalb schreibt Paulus auch, freut euch. Dann steht da auch nicht, wenn es dir gut geht, sondern da steht, jetzt bin ich glaube eins zu weit gegangen, freut euch alle Zeit. In der Genfer Übersetzung heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Das ist eine Aussage. Oder Luther übersetzt, glaube ich, freut euch alle Wege. Also auch wenn du auf Wegen geführt wirst, die ganz tief ins Tal hinuntergehen. Und Paulus wusste sehr wohl, wovon er schreibt. Denn als Paulus diese Zeile schreibt, da war er im Gefängnis in Rom und Gefängnis in Rom war kein Zuckerschlecken. Und er wusste nicht, ob er aus diesem Gefängnis nochmal lebend rauskommt oder nicht. Zeitgleich gab es einige Schwierigkeiten in den Gemeinden, die er gegründet hat. Es gab andere, die haben versucht, ihm ganz bewusst auch
zu Schaden. In so einem Umfeld schreibt Paulus diese Zeilen. Er wusste, wovon er spricht. Oder ich könnte euch eine andere Geschichte erzählen. Wir haben vorher von dieser Christin im Iran, von der Mina gehört, die im Gefängnis sitzt. Uns wurde auch gebetet von Paulus und Silas in diesem Zusammenhang. Und die Geschichte möchte ich euch kurz erzählen. Auf seiner zweiten Missionsreise, da kommt der Paulus mit Silas, Lukas und Timotheus nach Philippi. Und in Philippi, da lebte eine Frau, der hat man sofort angesehen, dass die irgendwie anders war. Die war von einer dunklen Macht beherrscht. Und der Geist, der sie beherrscht hat, der hat sie dazu befähigt, in die Zukunft zu schauen. Die konnte wirklich die Zukunft vorhersagen. Und der Geist gab ihr die Worte ein, die sie dann sagen sollte. Und diese Fähigkeit, die haben sich ihre Herren zunutze gemacht. Sie war im Grunde eine Sklavin dort in Philippi. Und ihre Herren haben damit Geld gemacht, dass sie Leuten gesagt haben, geht zu ihr, es kostet ein bisschen was, das zahlt ihr bei uns. Und dann wird sie euch sagen, was die Zukunft für dich bringt. Und damit war diese Frau für ihre Herren eine ergiebige Einnahmequelle. Und als Paulus und seine Freunde nach Philippi kommen, da sieht die Frau die und sie schreit und kreischt hinter ihnen her, diese Männer sind Diener Gottes, sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Und die Aussage war richtig. Und das hat sie Tag für Tag gemacht. Aber der Paulus wusste, dass das seinem Werk schadet. Dass diese Frau, von der viele wussten, dass sie einen bösen Geist hat, dass da eine dunkle Macht in ihr wohnt, dass aus dieser Quelle so ein Zeugnis kommt. Und deshalb hat er diesem Geist befohlen, aus ihr auszufahren. Und von heute auf morgen war diese Gabe fort. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was bei diesen Herren los war. Ihre Einnahmequelle war plötzlich weg. Und nicht nur die Herren sind in Rage, sondern sie sorgen dafür, dass die ganze Stadt in Aufruhr kommt. Und die ganze Stadt rottet sich schon zusammen, drohend, und wollen Hand anlegen an die, und dann bringen sie die zu den Vorstehern der Stadt. Und als sie die dann zu fassen kriegen, dann ist es so, dass sie, ohne dass sie angehört werden, ohne Verhandlung, wird einfach brutal auf sie eingeschlagen. Sie werfen vor, dass sie gegen die römischen Sitten verstoßen, dass sie die ganze Stadt in Aufruhr bringen. Und die Wut war so groß, dass die einfach losgeschlagen haben. Und nachdem es ihnen dann viele Schläge gegeben worden sind, wurde dem Gefängnisaufseher gesagt, schließ sie ins Gefängnis ein, bewach sie besonders streng und er nimmt sie mit ins innerste Verlies, legt ihre Füße auch noch in den Stock, wurden schwere Balken drüber gelegt über die Knöchel, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Ihr Rücken hat geschmerzt von den Schlägen, die Kleider kleben am Blut. Eine schreckliche Situation. Und in diesem Gefängnis war es völlig finster. So wie bei der Frau, von der wir vorher gehört haben. Und ich frage mich, wie finster war es jetzt wohl im Paulus und im Silas? Da setzen sie sich vor den Herrn ein und müssen sowas erleben. Es war entsetzlich. Aber Paulus und Silas, die wussten, für wen sie diese Schmerzen aushalten müssen. Und sie dachten an Jesus, ihren Herrn, der so unendlich mehr für sie gelitten hat,
Und sie beteten gemeinsam in dieser Finsternis und wussten, dass die Augen ihres Herrn und ihres Meisters auf sie gerichtet sind. Und das wünsche ich auch dieser Mina, dass sie das jetzt auch erfährt, dass ihr Herr sie sieht in ihrer Not. Und plötzlich kehrt Friede und Freude in ihr Herz ein. Und dann geschieht was Unglaubliches. Ich glaube, das erste Mal, dass in diesem Gefängnis ein Loblied angestimmt wurde. Paulus und Silas beginnen an, einen Psalm zu singen. Ein Loblied. Und plötzlich schwanken die Gefängnismauern. Es gibt ein Erdbeben, das nicht nur dazu führt, dass die Gefängnismauern brechen, sondern dass sich auch der Stock löst, in dem die Füße eingeschlossen waren, dass sich die Fesseln lösen und sie frei sind. Alle Gefangenen sind frei. Und der Gefängnisaufseher übersieht, die Gefangenen sind frei und sagt, das ist die Katastrophe. Wenn ich nicht in der Lage war, die Gefangenen hier im Gefängnis zu halten, gibt es für mich die Todesstrafe, da bringe ich mich lieber selber um. Und will gerade das Schwert zücken, als Paulus dazukommt und ihm sagt, tu dir nichts an, wir sind alle da. Der Paulus und Silas sind nicht einfach aus dem Gefängnis geflüchtet, sondern sie wussten, auch hier hat unser Herr für uns einen Auftrag, nämlich diesem Gefängnisaufseher die frohe Botschaft zu bringen. Und der Gefängnisaufseher begreift, dass das Männer Gottes sind. Und er hört ihnen zu und lässt sich das Evangelium erklären. Und begreift, dass er Rettung braucht. Er fragt sie, ihr Herren, spricht er sie an, seine Gefangenen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wahrscheinlich die wichtigste Frage, die sich ein Mensch überhaupt stellen kann. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus und Silas antworten, glaube an den Herrn Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und so hat Paulus diesem Gefängnisaufseher und dem ganzen Haus das Evangelium gepredigt. Und Gott hat ihnen die Augen geöffnet und auch die Herzen geöffnet. Und sie wurden noch in derselben Nacht gläubig und wurden getauft. Und so kehrte auch bei dem Gefängnisaufseher Freude ins Herz. Wie ist es möglich, dass man im tiefsten Verlies mit schmerzendem Rücken unter Qualen Loblieder singt? Ist nur im Herrn möglich. Das ist der Kern dieses Satzes. Im Herrn. Der Grund unserer Freude liegt im Herrn. Er ist der Ursprung unserer Freude. Er hat uns erlöst. Er hat uns Rettung gebracht. Und nur deshalb ist Freude auch alle Zeit möglich, weil wir im Herrn ein Fundament haben, einen Grund haben, das feststeht. Und wenn wir einen festen Grund haben, auf dem wir stehen können, haben wir auch einen festen Grund, um uns zu freuen. Es gibt auch irdische Freuden, aber der Grund ist oft sehr wackelig. Von heute auf morgen kann der Grund zur Freude weg sein. Das ist bei der Freude im Herrn nicht so. Und deshalb konnte auch ein bekannter Liederschreiber, der Cyriakus Schnegas, im 16. Jahrhundert dieses bekannte Lied schreiben. In dir ist Freude, in allem Leide. O du teurer Jesus Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, der du wahrer Heiland bist.
hilfest von Schanden, rettest von Banden, genau das haben Paulus und Silas erlebt. Wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht das Gemüte, an dir wir kleben im Tod und leben. Nichts kann uns scheiden, Halleluja. Es gibt in der Bibel nicht nur das Wort Freude, sondern wir finden auch das Wort große Freude. Weiß jemand, wo wir von großer Freude lesen in der Bibel? Auch, da ist Freude im Himmel, genau. Aber da steht, glaube ich, nicht groß dabei, da steht nur, da ist Freude im Himmel. Sehr gut, die Hirten. Siehe, ich verkündige euch große Freude, das wird den Hirten gesagt, die für das ganze Volk sein wird. Und wir haben gesagt, Freude braucht immer einen Grund. Und deshalb geht es hier weiter. Der Grund wird uns sofort geliefert. Denn euch ist heute ein Erretter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Sind wir erfüllt von dieser großen Freude? Sieht man uns Christen an, dass wir große Freude in unserem Herzen tragen, weil wir errettet sind, weil wir geliebt sind und weil wir jemanden haben, der uns ans Ziel bringt? Ich wünsche mir, dass wir als Christen, dass unsere Gemeinde so ein Ort ist, wo Menschen erleben, diese Freude erleben, die nicht von Umständen hängt. Und in dieser Woche gab es ja ein schreckliches Unglück in dem Ort Kröv an der Mosel, so ein Urlaubsort, da ist ein Hotel eingestürzt. Haben vielleicht viele mitgekriegt, die die Nachrichten schauen. Und da waren einige tot, manche konnten noch selber raus, aber einige waren einfach in einer ganz misslichen Lage. Die waren verschüttet in einem ganz engen Raum, die konnten nichts machen. Die letzte, die gerettet wurde, war so eine Frau, die dort verharren musste in gebückter Haltung. Und ich habe mir so gedacht, das ist doch irgendwie auch so ein geistliches Bild. Die Frau konnte überhaupt nichts zu ihrer Rettung tun. Nichts. Und genauso ist es bei uns auch. Wir können selber überhaupt nichts tun zu unserer Rettung. Und als man die dann gerettet hat, war so ein entscheidender Punkt, können wir Sprechkontakt zu ihr aufbauen? Dass wir irgendwie lokalisieren können, wo ist sie? Und wir dann, dass die Rettungsmannschaft weiß, wie man jetzt vorgehen muss. Und da musste ich so denken, wie schön, dass wir einen Retter haben, der braucht noch nicht mal Sprechkontakt zu uns. Da reicht es, wenn wir in der Stille unsere Hände falten, auch wenn wir gar nichts mehr sagen können. Wenn das sogar nur in unserem Kopf sich ein Gebet abspielt, hört uns der Herr. Wenn wir seine ausgestreckte Hand greifen müssen. Und wir müssen ihm auch nicht hoffen, ob er den Weg jetzt findet, ob er uns da irgendwie rauskriegt aus dieser misslichen Situation. Sondern wir dürfen uns gewisslich drauf verlassen, wenn wir uns ihm hingeben, rettet er uns definitiv. Und als das dann gelingt und die Frau befreit wird, ich kann mir nur vorstellen, was für eine Freude da. Und die wusste ja nicht, sterbe ich jetzt hier? Verhungere ich, verdurste ich, findet mich jemand? Und plötzlich hört sie, wie die immer näher kommen vom Rettungsteam. Und irgendwann ist sie frei. Und ich kann es nur erahnen, das steht nicht geschrieben in Nachrichten. Aber ich stelle mir vor, eine riesige, tiefe Freude. Und ich wünsche mir so, dass wir auch diese Freude viel tiefer noch begreifen. Wir nehmen das oft so selbstverständlich und sagen, ja, der Retter der Heiland ist geboren und so, das singen wir so mit. Aber berührt uns das wirklich noch so innerlich? Das Rettungsteam musste die Frau suchen, die mussten rausfinden, wo sie ist.
Und sie hat überlegt, finden die mich? Und Jesus sagt mal von sich, ich bin gekommen, dazu bin ich gekommen auf diese Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dafür kam er auf die Welt. Das finde ich so schön und beeindruckend. Freude im Herrn im christlichen Sinn bedeutet, eine tiefe und beständige Freude zu erleben, die aus der Beziehung zu Gott und Jesus Christus entsteht. Und diese Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. In den bekannten Versen aus dem Galaterbrief steht, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Wenn Freude eine Frucht des Geistes ist, heißt es aber auch, wer Christi Geist nicht hat, der wird diese Freude niemals erleben können. Diese Freude ist ein Geschenk Gottes. Und sie wird hervorgebracht durch das Bewusstsein seiner Gnade und seiner Liebe. Und sie ist unabhängig von äußeren Umständen. Das kennt die Welt nicht. Die Welt kennt, wenn es mir gut geht, dann kann ich mich freuen. Aber das ist oft nichts Beständiges. Es gibt so Glücksmomente, die ich vielleicht auch erleben kann für eine kurze Zeit, aber dann sind sie wieder weg. Und diese Freude, von der hier die Rede ist, die drückt sich eben auch in der Gemeinschaft aus, so wie wir das heute Morgen hier gemeinsam erleben dürfen. Ja, und dann kommt der nächste Vers, oder es gehört eigentlich noch zu diesem Vers. Als würde Paulus sagen wollen, also wer es jetzt noch immer nicht begriffen hat, wiederum will ich euch sagen, freut euch. Dass da echt kein Zweifel bleibt, dass er das ernst meint. Für diejenigen, die sagen, Paulus, das kann doch nicht dein Ernst sein in unserer Zeit. Es ist sein Ernst. Wiederum will ich sagen, freut euch. Und weil wir diese Freude in uns tragen dürfen, diese Freude im Herrn, deshalb gilt auch Vers 5, den ich am Anfang gelesen habe. Da steht, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Aus dieser Freude heraus, die ich im Herrn habe, muss ich mich nicht über jeden Krimskrams aufregen. Uns steht uns Christen gut zu Gesicht, wenn die Leute spüren, wir sind anders. Auch anders, wenn wir über diese Themen reden, über die vielen Krisen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich da einfach mit einstimme und sage, ja, die Zeiten sind aber auch schlecht. Und ach, wie wird es mal mit unseren Kindern und erst mit unseren Enkelkindern? Und ich merke, wie ich da so mitgenommen wird und dann denke ich, nee, das kann doch nicht wahr sein. Es soll doch sichtbar werden, dass wir eine andere Hoffnung haben. Dass wir eine Freude haben, die über all das, was wir hier an Krisen auf dieser Welt haben, hinausgeht. Und dass ich davon Zeugnis gebe. Nicht, weil wir die Augen verschließen vor all dem, was schlecht ist. Sondern weil wir eine Perspektive darüber hinaus haben. Und ein Fundament, einen Grund zur Freude haben, das beständig da ist. Ganz egal, wie die Umstände um uns herum sind. Ja, und deshalb dürfen wir im Umgang mit unseren Menschen diese Milde, Luther sagt, glaube ich, Lindigkeit oder so, also einfach, dass in unserem Verhalten das sichtbar wird, dass wir gütig sind zu anderen Menschen, weil wir selber viel Grund zur Freude haben. Und dann heißt es da, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, weshalb wir uns freuen dürfen. Der Herr ist nahe. Das gilt einerseits in der zeitlichen Perspektive. Wir dürfen uns freuen, dass der Herr bald wiederkommt. Da steht übrigens, dass wir Christen uns über die Wiederkunft des Herrn freuen werden mit unaussprechlicher Freude. So steht es, glaube ich, in Petrus. Wir hatten vorher Freude, es gibt große Freude und da steht
unaussprechliche Freude. Also eine Freude, die kennt die Welt einfach nicht. Und der Herr ist nahe, gilt aber nicht nur zeitlich, dass er bald wiederkommt. Das kann eine große Ermutigung übrigens sein, wenn man weiß, ja, da sind jetzt Dinge schlecht, aber wisst ihr was, unser Herr kommt bald wieder. Das kann ich, da kann ich durch. Aber es gilt natürlich auch, der Herr ist nahe. Wenn du notvolle Wege gehen musst, wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann ist auch das Grund zur Freude. Und in dieser Situation ist mir der Herr nahe. Das heißt nicht immer, dass die Situation gut wird. Das kann er auch machen. Er kann auch die Situation ändern. Und du kannst Gott danken und sagen, danke Herr, dass du mich aus dieser schwierigen Situation befreit hast. Es kann aber auch sein, dass er uns einfach Kraft schenkt, einen schweren Weg durchzustehen. Er ist uns nahe, so oder so. Und weil der Herr uns nahe ist, sagt Paulus in Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Seid nicht besorgt, sondern wenn diese Sorge kommt, dann sollen wir was anderes machen. Wenn die Sorge kommt, dann sollen wir beten. Und wenn wir in Not sind, dann sollen wir flehen. Wir dürfen zum Herrn schreien, wir dürfen klagen, wir dürfen weinen. All das, so können wir zu Gott kommen. Gott hat kein Problem, wenn wir ihm unser Leid klagen. Aber er hat Freude dran, wenn wir mit dem, was uns belastet, zu ihm kommen. Mit Danksagung. Das ist auch ein ganz wichtiger Grund zur Freude. Dank zu sagen, sich immer wieder vor Augen zu führen, wofür wir dankbar sein können. Ich fand es beeindruckend, da gab es, glaube ich, eine christliche Studentengruppe, die haben für sich beschlossen, wir erleben immer wieder Gebetserhörungen. Und manchmal irgendwie verschwindet es so wieder im Alltag, ist uns gar nicht mehr bewusst, was wir alle schon mit dem Herrn erlebt haben. Und dann haben sie gesagt, wir machen uns im Foyer eine Dankstelle. Also keine Tankstelle, eine Dankstelle. Und jeder Student hat dann immer wieder, wenn er ein Erlebnis hatte mit Gott, für das er dankbar war, hat er immer wieder was draufgeschrieben. Und das hat sich gefüllt und das war einfach so ermutigend für die, immer zu sehen, es gibt so viel Grund zu danken und damit auch so viel Grund zur Freude. Und damit wurde die Dankstelle auch zur Tankstelle, wo man auftanken kann wieder und wieder neu ausgerichtet wird, wo Freude ins Herz kommt. Bei diesem Seid um nichts besorgt gibt es auch wieder eine Petrusstelle in 1. Petrus 5, Vers 17 ist, glaube ich, wo dann steht, da gibt es auch ein Denn. Bei der großen Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren und seid um nichts besorgt, denn er ist besorgt für euch. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir das tun, wenn wir diese Freude im Herrn in uns haben und wenn wir gleichzeitig diese Sorgen abgeben und uns mit Sorgen und Freude, das verträgt sich irgendwie nicht. So richtig freuen kann ich mich wirklich erst, wenn ich die Sorgen abgeben kann. Und dann werden wir einen Frieden und auch eine Freude erleben, die allen Verstand übersteigt. Und unsere Herzen und unsere Gedanken werden in Christus Jesus bewahrt. Ich möchte schließen. Wir haben im Herrn eine wunderbare Freude, die sich von der irdischen Freude unterscheidet. Die irdische Freude
ist zeitlich. Es gibt ja so einen Werbespruch, Freude am Fahren. Manche wissen jetzt, um welche Marke es geht. Ja, kann sein, hast ein paar nette Momente da irgendwie und dann hast du den ersten Unfall und ist vorbei. Ja, die himmlische Freude, die ist ewig. Die irdische Freude ist oft materiell. Und all das Sichtbare, das wird irgendwann vergehen. Aber die himmlische Freude, die entspringt aus einer Beziehung, aus der Beziehung zu unserem Herrn und Gott, der uns liebt. Und an der dürfen wir uns ewig erfreuen. Die Freuden, die wir hier so auf der Erde erleben können, im irdischen Sinne, die sind begrenzt, sage ich mal. Die Freude, die der Herr schenkt, da steht von unaussprechlicher Freude. Wir werden Dinge sehen in der Ewigkeit, die kein Auge je gesehen hat. Was man hier auf der Erde einfach nicht erleben kann. Ja, wir leben in einer Zeit der Krisen, der Kriege und der Katastrophen, aber Paulus stellt diesem Krisentinnitus ein Freudengebot und ein Sorgenverbot gegenüber. Und in diese Flut an schlechten Nachrichten hinein dürfen wir als Christen die Freudenbotschaft, die gute Nachricht weitergeben, das Evangelium. Nämlich die gute Nachricht, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist. Die Botschaft, die auch als Heilsbotschaft beschrieben wird, weil Jesus Christus die zerbrochene Beziehung zu Gott wieder heil gemacht hat. Und wir haben gesagt, dass Freude immer einen Grund braucht und der Grund liegt darin, dass wir durch Jesus Christus versöhnt sind mit dem Vater, erlöst und frei von aller Schuld. Und übrigens, da wo jemand das in Anspruch nimmt, dieses Rettungsangebot, da ist auch Freude im Himmel. So steht es in Lukas 5, 10, Vers 7. Ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Nicht nur wir dürfen uns freuen, auch der Himmel freut sich, wenn es zu dieser zweiten Geburt kommt, für die die Väter vorher gebetet haben. Und die Freude, von der hier die Rede ist, die ist verbunden mit einer Person und das ist mein letzter Vers. Einer meiner Lieblingsverse aus Psalm 16. Freude ist verbunden mit einer Person, nämlich mit unserem Herrn. Und im Psalm 16, Vers 11 heißt es, da wo du bist, hört die Freude nie auf. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dort zu sein, wo die Freude nie aufhört. Das können wir schon hier in Verbindung mit unserem Herrn Jesus und werden es in Perfektion erleben in der Ewigkeit. Aus seiner Hand kommt ewiges Glück. Amen.